So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Morrowind. Ja, wir befinden uns immer noch in Saedan Nien. Steht hier nicht herum. Genau, wir wollen hier einfach nicht herumstehen. Ich habe gerade eben schon mal hier hineingeschaut in Morrowind Improved. Das ist im Grunde genommen etwas, das die... Ja, wohin denn? Dass die das Magiesystem so ein bisschen überarbeitet. Allerdings spielt es für uns wahrscheinlich nicht so eine wirklich bedeutende Rolle, wobei ich meine, sind die Ladungen jetzt weniger geworden, kann es sein? Naja, das Magiesystem oder Morrowind Improved hat auch die Möglichkeit, irgendwelche komischen Animationen zu stoppen, irgendwie im Hintergrund, wo irgendwie der Speicher vollläuft oder sowas, nehme ich mal an. Genau, das ist auch eine Modifikation, Stadtportal von Saedan Nien. Du hast soeben das Startportal von Saedan Nien aktiviert. Von jetzt an kannst du von und zu diesem Portalstein teleportieren. Das heißt also, in jedem Städtchen haben wir einen solchen Portalstein und wir haben die Möglichkeit, wenn wir zwei entdecken, von einem zum anderen zu reisen. Und auf der Karte sieht man schon, aha, wir haben schon von zwei Orten erfahren. Deswegen werden sie wohl schon mal grob auf der Karte eingezeichnet. Ja, was wir jetzt machen können ist, wir können erstmal uns ein bisschen in Saedan Nien umschauen und gucken, was es hier Feines gibt. Denn Dinge, die ich lange, lange Zeit nicht bemerkt hatte, sind hier nämlich versteckt. Ja, genau, da sieht man es auch schon. Da lugt irgendwas aus dem... Na, jetzt ist die... Das Fadenkreuz ist jetzt wirklich... ein Segen. Ja, hier sind nämlich Dinge in Baumstümpfen versteckt, was ich, wie gesagt, viele Jahre nicht kannte oder was ich nie bemerkt hatte. Jetzt allerdings werde ich das einfach mal nutzen und irgendwie dahin springen. Was ist denn da sinnvoll? Von da oben vielleicht? Ja, das machen wir jetzt einfach mal und gucken. Das müsste, glaube ich, eine Axt sein oder so. So, wir nehmen einfach Anlauf. Springen und befinden uns, genau, bei der Iron Shard Axe. Können wir, glaube ich, aber auch gar nicht wirklich benutzen. Habe ich jetzt die... Ah ja, ich habe die Sichtweite wieder runtergestellt. Hier haben wir es wieder mit aberntbaren Kräutern oder Pilzen in dem Fall zu tun. Wobei man sagen muss, im Original hätte man jetzt einen Container geöffnet. Das ist aber auch eine Modifikation, die mir erlaubt, die einfach direkt zu pflücken. Und eine Fertigkeit in, ich glaube, Alchemie bestimmt dann, ob mir das gelingt oder nicht. Auch hier, man kann alles angucken. Es konnten 3 Sternfarnsporen geerntet werden. Ist also alles auf Zufall basierend. Genau. Und hier haben wir sie schon. Sporenhülse, leuchtendes Russula, Brot haben wir auch geholt. Ist auch eine Ingredienz. Also ganz ein Fragezeichen. Und weil unser Skill in der Chemie so schlecht ist, sehen wir nicht mal die erste Auswirkung. Na, wo ist es? Alchemie? Hier. Stufe 10. Okay, 10 ist wohl ziemlich schlecht. Wir können zwar Tränke machen, allerdings wir sehen nicht, was es genau ist. Ins Wasser könnten wir, aber das versuchen wir noch zu vermeiden. So, die beiden haben wir auf jeden Fall mal mitgenommen, die zwei verborgenen Schätze. Das hier ist übrigens auch eine Änderung durch eine Mod. Das müsste dieses Ritter der Ehre sein. Genau, Bäckerei Knut, die auch einige Städte hinzugefügt hat dem Spiel, was sehr angenehm ist. Auch mit etlichen Quests und so weiter. Ich habe mir auch überlegt, was man machen könnte, wer nicht wieder standardmäßig der Chaos Corsades Geschichte folgen. Wobei, das hier könnten wir tatsächlich mal machen. Hier liegt nämlich ein Kaputter. Der Steuereintreiber, den könnten wir wirklich mal holen. Dann entweder haben wir dann das Geld oder wir geben es zurück. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was denn der Vorteil daran ist, wenn wir es zurückgeben. Dann haben wir ja weniger Geld. Oder vielleicht gibt es einen Schlüssel. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir... Sollen wir Richtung... wie heißt es noch? Balmora, genau. Das machen wir vielleicht danach. Jetzt gehen wir erstmal ins Handelshaus und gucken, was es hier Feines gibt. Ja, drüben sind wieder Erschütterungen zu vernehmen. Das ist ein Traum. So. Hier eine Rotwardonen-Elonne, von der war ja auch schon die Rede.
Nur zu, ihr stört keineswegs. Ich bin Elone, Kundschafterin. Soll ich euch den Weg weisen? Ah ja, stimmt. Jetzt kann sie uns, Moment mal, was ist das, wenn sie uns was über Caldera sagt? Ebenherz oder eben Herz und Vivek. Tauchen die denn auch auf der Karte auf? Ja oder nein? Caldera ist eine vor kurzem gegründete Siedlung des Kaiservolks und eine Bergwerksgesellschaft nördlich von Balmora an der Straße von Aldron. Der Caldera Bergwerksgesellschaft wurde ein kaiserliches Monopol erteilt, um rohes Ebenerz, das ist halt auch das, woraus die besten Waffen geschmiedet sind, aus den reichen Erzvorkommen abzubauen. Caldera ist eine neue Stadt, die erst vor kurzem im Stil einer westlichen Kaiserstadt erbaut wurde und die meisten ihrer Einwohner sind Fremdländer und Neukolonisten. Wir sind auch ein Fremdländer, von daher kein Thema. Vivek Ebenherz. Ebenherz liegt südlich von Pelagiat, am westlichen Ufer der Stadt Vivek. Ebenherz ist der Regierungssitz des Kaiservolkes im Wardenfeld-Distrikt und ein lebhaftes Seehandelszentrum. Schloss Ebenherz ist die Residenz von Herzog Vedam Dren, dem Herrscher des Distrikts und Stellvertreter des Kaiserreiches, ebenfalls in Schloss Ebenherz angesiedelt. Sind die Ratskammer des Wardenfeld-Distrikts und die Falkenfalter-Garnison der Legion. Die Hauptniederlassung der ostkaiserlichen Händlergilde ist ebenfalls in Ebenherz. Ah, ja. Auch das wieder so ein Punkt. Sollen wir uns diesen komischen Kulten da anschließen? Ich glaube, da gibt es noch irgendwas. Wie hieß das noch? Irgend so ein Laien? Ja, da wird man Laiendiener. Es gibt, ja, die Kriegergilde und die Magiergilde. Dann gibt es aber auch noch die Diebesgilde und die Assassinen, glaube ich. Oder wie hießen die? Lalu sind, glaube ich, Händler. Genau, die Morak Tong. Das ist quasi das Gegenstück zur Diebesgilde. Was auch hier wieder wunderbar ist, wo man bei Skyrim und Oblivion einfach jedem Müll beitreten kann, es interessiert einfach keinen, hat man hier immer wieder negative bzw. positive Auswirkungen. Wenn ich mich bei den einen gut stelle, stelle ich mich logischerweise bei den anderen damit ja ein bisschen schlechter oder als Konkurrent vielleicht sogar auf. Das ist ganz angenehm gemacht und erlaubt so ein bisschen, ja, man muss sich halt entscheiden, man muss sich spezialisieren, gehe ich immer eher in die eine Richtung oder in die andere, weil die anderen mich dann anfangen zu hassen. Vielleicht auch, wenn ich mit den anderen dann handeln möchte, habe ich schlechte Karten und muss dann eher bei meinesgleichen, bei meiner Truppe bleiben, bei meiner Gruppierung, wie auch immer. Und das finde ich halt sehr nett gelöst. Vivek liegt im Süden an der Straße von Pelagiat. Es ist die größte Siedlung in Wardenfell und eine der größten Städte im Osten. Die an der Norvain-Bucht erbaute, ganz von Wasser umgebene Stadt besteht aus mehreren riesigen Wohninseln genannten Bauten. Hunderte von Touristen und Pilgern besuchen täglich den Hohen Tempel und den Palast des Vivek. Fremdländer bleiben zumeist im Fremdenviertel, während die Einheimischen in den Fürstenhausbezirken und in den Wohninseln leben, arbeiten und einkaufen. Naja, sie kann es auch ausbilden. Wollen wir nochmal schauen? Ah, man hat euch falsch informiert. Ich biete der Öffentlichkeit keinen Dienst an. Ah, ja, der Öffentlichkeit. Alles klar. Ich bin sehr beschäftigt. Könntet ihr euch vielleicht beeilen? Mhm. Ja, sie war, glaube ich... Hatte sie irgendwas zu melden? Ich glaube nicht. Normale Bewohner, die haben natürlich auch was zu sagen. Ihr seid neu in Zeldanin, oder? Ich bin Tolvis Oth... Was? Othralen oder so. Othralen. Sicherlich habt ihr Fragen. Fragt nur, ich habe viel Zeit. Okay, was ist denn dein Beruf? Ich gehöre zum gemeinen Volk. Ich mache, was getan werden muss. Kochen, putzen, bauen, backen und so weiter. Euer Akzent verrät mir, dass ihr ein Fremdländer seid. Da ihr ja neu hier seid, kann ich euch vielleicht etwas über die Gegend erzählen. Ah ja. Aber man sieht schon, die sind nicht so gut auf mich zu sprechen. Sie sind ja... Fasst euch kurz. Ja. Oder geht. Eine Dunmer, eine Dunkelelfin. Die finden jetzt wohl nicht so toll, dass wir hier sind. Hier was mit den Bretonen zu tun. Mit 3-Tage-Bart. Na, zieht die Nase hoch. Ganz schön frech. Nun, hallo, Bunkerknacker. Ich bin Albetius Kololius. Dies ist Sedanin, die Hauptstadt des Sumpffiebers. Interessant. Ich schätze, ihr fragt euch, was hier vor sich geht. Ich kann euch sagen, wo die Dienste sind. Es gibt nicht viele. Und ich kann euch die neuesten Gerüchte erzählen und wenn ihr es nicht bereits gehört habt. Jetzt sollen wir das mal machen? Ich würde es schon sagen, oder? Oh, Tagebucheintrag wurde aktualisiert. Ich habe gehört, dass es oben auf der Eisfalterfestung Ärger gegeben hat.
Aha, nie davon gehört. Sie ist auf einer Insel namens Solstheim nördlich von Vardenfell. Solstheim? Das ist doch die Insel hoch im Norden, dem ewigen Eis, stimmt's? Klingt ziemlich schrecklich. Wenn ihr dorthin wollt, könnt ihr euch in Kuhl nach Transportmöglichkeiten erkundigen. Sprecht. Und aber auch... Meine Geduld hat ihre Grenzen. Ja, man merkt schon, mich mögen hier nicht besonders. Auch hier wieder nur 40 Punkte. Ja, hier können wir eben kaufen. Willkommen in Ariels Handelshaus. Ich tausche gegen Waren oder Münzen. Ich habe auch eine kleine Auswahl an Zaubersprüchen zu verkaufen. Kein Kredit. Möchtet ihr einen kurzen Ratschlag? Der ist gratis. Das ist alles, was gratis ist. Möchtet ihr was über unsere beliebtesten Tränke wissen? Unsere beliebtesten Schriftrollen? Ja, aber sag mal was über die beliebtesten Tränke, bitte. Tränke gegen gewöhnliche Krankheit und zur Heilung der Pest sind bei Reisenden besonders beliebt. Stärke, Konstitutions-, Schnelligkeits- und Geschicklichkeitstränke sind hilfreich im Kampf. Charisma-Tränke sind bei Kaufleuten und Schüchternen beliebt. Ausdauertränke stärken die Kampfkraft. In Wiederherstellung der Lebensenergie und Ausdauer sind wohl am beliebtesten. Und für einen Kraftschub während deines Kampfes ist nichts besser als Grief, Shine, Flynn, Matze und Sujama. Ah, ja. Wie steht es mit den Schriftrollen? Stärkung und Lebenskraft sind unsere meistverkaufte Ware. Meistverkauften Waren. Sie stellen die Ausdauer und Lebensenergie wieder her. Almsivi, Intervention und göttlicher Eingriff transportieren euch auf der Stelle zum nächsten Tempel oder Kaiservolksschrein. Sie eignen sich hervorragend für Routine- oder Notfalltransporte. Reines Herz hilft überzeugen, Skelettschergen beschwören bringt sofortige Hilfe. Dratis Wintergast richtet ziemlichen Schaden an, nützlich, um einen zu starken Gegner ein wenig zurechtzustutzen. Was hat er denn für Zauber? Man sieht es hier, aha. Preis steht auch dahinter, DR steht für Draken. Und die Schule steht oben, Wiederherstellung, klar. Und was es genau bringt, steht dann im Text. Feuerschaden 2 bis 20 Punkte für eine Sekunde in 5 Fuß auf Ziel. Die 5 Fuß sind der der Radius, in dem das Ganze wirkt. Auf Ziel, das ist auf Berührung und das ist auf sich selbst. Lebensenergie wiederherstellen, ja, aber wenn es schon 140 kostet, können wir uns wahrscheinlich das Ganze auch nicht... Wir können es leisten, aber wir könnten es nicht zaubern. Ja, Father's Hand, Zuflucht 1 bis 40 für 10 Sekunden. Sowas in der Richtung brauchen wir auf jeden Fall auch irgendwann, aber für den Moment bräuchten wir eigentlich eher so eine Art... Einen Speer könnten wir gebrauchen. Wir haben einen Eisenspeer, aber ich überlege gerade, ob wir den wirklich kaufen sollen. Weil wir haben 100, 150 Mark. Das würde 162 kosten. Vielleicht kriegen wir ihn noch auf unsere 156. Oder jetzt machen wir erstmal, wir könnten es ja gegenfinanzieren. Oder eine Eisenhellebarde, ist die besser? Moment, wir schauen das mal. So, ein Eisenspeer wäre... Ja, fast 21 Kilo schwer. Oh, das ist natürlich Eisen. Nicht unbedingt... Ja, Chitin wäre nur 4 Kilo. Also Eisen ist schon ein bisschen schwerer. Dafür 11 bis 15. Der Chitin schwer wären 10 bis 13. Das wird sich so eigentlich nicht lohnen, die 15 Kilo zusätzlich. Was haben wir noch? Eine Eisenhellebarde, ein zweihändiger Speer. Ja, 11 bis 22. Damit ist er... Noch mit Abstand die beste, allerdings fast 30 Kilo. Fast 30 Kilo. Ja, was haben wir denn? Wir haben Langwaffen und wir hatten Speere. Ja, wobei man sich schon überlegen sollte, ob man das nicht... Silber behalten wir auf jeden Fall, obwohl es eine Kurzwaffe, die können wir weghauen. Ja, jetzt würde ich sagen, verkaufen wir erstmal die ganzen Silbergeschichten, die wir vorher eingesackt hatten. Verkaufswert 176. Natürlich, je mehr, Erfahrung man hat. Äxte, das wäre auch eine Möglichkeit. Eisschaden, ja, aber die Waffe ist nicht besonders gut. Das Tolle daran ist aber, wir haben jetzt schon Verkaufswert von 426. Ja, hier haben wir noch eine Gabel mitgenommen, warum auch immer. Flynn verkaufe ich für gewöhnlich eigentlich auch, weil, 100 Münzen ist gar nicht mal so schlecht. 470 haben wir jetzt.
Ja, jetzt überlegen, wir können 250 tragen. Das heißt, wir sollten vielleicht tatsächlich mal die Eisenhelbarde in Angriff nehmen, oder? Das ist eine stumpfe Waffe, Kurzwaffen. Ja, besser wird es für den Moment nicht. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Hellebarde. Da haben wir schon mal eine gescheite Waffe. Den Eisendolch können wir wieder zurückgeben, den braucht kein Mensch. Eisendolch, ne? Ja. Das wäre zwar hilfreich, ne? Da haben wir schon gleich einen Zweihänder, aber es gibt Gegner wie die Gespenster, die man nicht verletzen kann. Dafür braucht man entweder silberne Waffen oder magische. Und damit hätten wir quasi schon eine Waffe gegen Untote oder ja, gegen Geister zumindest oder Gespenster. Ich würde sagen, wir lassen es aber trotzdem mal sein und Eisen. Ja, wir werden schon irgendwas Silbernes finden oder irgendwas Magisches. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Jetzt schauen wir doch mal, was er noch für Rüstungen hat. Ja, davon sollte man sich auch mal ein paar holen, weil wir damit damit können wir die Waffen und Rüstungen reparieren. Das brauchen wir auf jeden Fall, damit wir auch den vollen Schaden machen. Und stumpfe Waffen sind nicht gut. Zaubersprüche sind ein bisschen teuer, wohl. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal mit. Oh, jetzt müssen wir schon zahlen. War die so teuer? 20 Stück, okay. Ich würde sagen, kaufen mal 3 Stück. Das muss erstmal reichen. Die kosten 73, wahrscheinlich verlangt er aber mehr dafür, oder? Oder warum? Warum ist das so teuer? Das sind 300 Goldstücke. Jetzt sind wir noch im Plus. Jetzt sind wir auch noch im Plus. Ach was, haben wir den Turm ausgewählt oder haben wir die andere, die Diebe? Ich bin mir jetzt unsicher, aber ich meine, wir haben nicht mehr den Turm. Gut, dann nehmen wir die doch. Dann müssen wir halt ein bisschen draufzahlen. Ist wurscht. Ja, Lebensenergie wiederherstellen könnten wir auch. Sollen wir das machen oder eher nicht? Nein, ich glaube, wir lassen es erstmal dabei. Gut, dann versuchen wir ein bisschen zu feilschen. Gesamtkosten wären 53. Wir gehen mal auf 50 runter. Bieten es an, es hat funktioniert. Also Billigzauber vielleicht. Zerstörungszauber, Zerstörung. Nein, wir ziehen von dannen. Moment, welches? Das hier, genau. Raflott der Prahler, hat irgendwas zu melden? Ihr seid neun Serenier, oder? Ich bin Raflott der Prahler, Raflott. Sicherlich habt ihr Fragen. Fragt nur, ich habe viel Zeit. Ausbilden, genau. Hier kann man sich auch ausbilden lassen. Kann gutes Geld bezahlen, dann kann man die Werte noch weiter hochtreiben. Was sich auf jeden Fall lohnt. Ihr schaut aus, als ob ihr einen Freund gebrauchen könntet, Fremdländer. Vielleicht kann ich euer Freund sein. Ich möchte euch bitten, mir zu helfen, etwas Gold zurückzuholen. Ja, da hätten wir schon einen kleinen Auftrag. Sollen wir den annehmen, ja oder nein? Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Das ist richtig. Mich hat neulich beim neuen Loch das Glück kurz verlassen und ich habe eine Menge Gold verloren. Normalerweise hätte ich genug. Wir haben immer ein paar Draken in den Taschen. Die Einheimischen bezahlen für unseren Schutz. Aber ich weiß, dass einige mich hinhalten, besonders dieser kleine Bastard Fargoth. Die letzten Male hat er immer sehr wenig herausgerückt. Ich weiß, dass er es irgendwo hat. Ich möchte, dass ihr Fargoths Versteck findet. Ich weiß, dass dieser Abschaum irgendwo in der Stadt ein Versteck hat. Bin mir nur noch nicht sicher, wo. Ich habe schon sein ganzes Haus abgesucht. Dort versteckt er es also nicht. Geht und findet raus, wo er sein Gold versteckt. Wenn ihr es ergründen könnt, gebe ich euch einen Teil ab. Wollt ihr es wagen? Geld stehlen, ha? Ein bisschen zwielichtig ist die Geschichte ja schon. Ja, nein, kein Interesse. Nein. Nee, nein. Nun, dann werde ich mit anderen finden, dies zu tun. Ich hatte Geduld mit euch.
Strapaziert sie nicht! Riska Plattfuß bat mich, ihm einen Gefallen zu tun. Er vermutet, dass Fargoths Geld vor dem Kaiserreich versteckt hat. Und er wüsste gern, wo es hingekommen ist. Wenn ich es herausfinde, wird er mir einen Teil des Goldes geben. Ah, ja. Was ist das nochmal? Bierfass? Ah, ich glaube, da kann man mit leeren Flaschen... Kann man das irgendwie auffüllen? Ich glaube schon. Moment mal. Handeln. So, probieren wir es einfach mal aus. Ich kaufe eine Flasche. So, ist aber eine leere Flasche habe ich jetzt im... Achso, anbieten. Jawohl, eine Goldmünze. Weniger geht nicht. Dann speichere ich mir das kurz mal ab und schaue hin. Offensichtlich nicht. Vielleicht brauche ich auch anderes. Oder die hier vielleicht? Tötet das Diebesvolk! Ja, Bottle hat auch nicht funktioniert. Das wollte man natürlich nur mal testen. Dann laden wir das mal kurzerhand wieder rein. Denn natürlich ist Stehlen nicht oder keine Option. Gut. Allzeit bereit. Sprecht. Da steht noch einer. Nun, hallo, Bunkerknacker, woher er mich kennt, keine Ahnung. Ich bin Tandram Andalen. Dies ist Zedanine, die Hauptstadt des Umführers. Ja, haben wir schon mal gehört. Gut, hier sind wir eigentlich fertig. Was steht hier? Harils Vereinbarung. Hiermit bei den Generalsitzungen des Friedens gehalten für den Distrikt des Fürstenhauses Lalu. Das ist, glaube ich, dieses... Das sind diese Händler. Dieser Handhändler. In Balmora am 16. Erste Saat im Jahr der Herrschaft unseres höchsten Königs Elalu Atin Letan. Durch die Gnade aller Götter, König von Morrowind, Herzog von Gramfeste und der Provinz Lalu, Verteidiger des Volkes und des Reiches, treuer Diener des Kaiserreiches, etc. Genau. Achillos, dem oben genannten Hafen von Sedanin, hat mit Sicherheiten folgende Vereinbarung mit uns, den Friedensmagistraten seiner Majestät im genannten Distrikt getroffen, deren Namen unten aufgeführt sind. Wie er die Magistrate seiner... Oh je. Warum habe ich es angefangen? Wo ist es denn? Wir, die Magistrate seiner Majestät, genehmigen hiermit, dass der genannte Aril in seinem jetzigen Wohnhaus im oben genannten Hafen von Sedanin ein einfaches Handelshaus oder eine Taverne führen darf. Dies gilt von nun an über 3 volle Jahre oder über einen anderen Zeitraum, der von uns oder einem anderen Magistrat festgelegt wird. Sollte der genannte Aril in diesem Zeitraum die im folgenden aufgeführten Artikel nicht voll und ganz einhalten, erlischt diese Erlaubnis mit sofortiger Wirkung. Warum das hier steht, weiß ich nicht. Kein fremden, unbekannten Reisenaufenthalt oder mehr als einen Tag oder nachts im Haus. Aha, okay. Kein Glücksspiel, kein Kartenspiel. Aha. Ruhe und Ordnung hat zu herrschen. Kindersklaven in der Nachbarschaft. Alkohol trinken, okay. Gebetsnächte und kaiserliche oder Festtagen. Alkohol darf auch wieder nicht getrunken werden. Was steht das? Steht da. Es darf keinem Gauner, Landstreicher, Erwerblosen oder anderen verdächtigen Personen in oder in der Nähe des Hauses Unterschlupf gewähren. Ja, und so weiter und so fort. Ja, ja, also das sind die ganzen Meiste. Datiert am oben genannten Tag. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen das. Ja, wir verlassen das Handelshaus. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Und zwar hätten wir die Möglichkeit. Das hätten wir vorher schon machen können, ihm dem Fargoth, das ist dieser Waldelf hier. Es tut mir leid, ich habe nur wenig Zeit. Beeilt euch also. Kommt, sagt, was ihr wollt, oder geht. Ja, seid ihr der, den das Boot brachte? Seltsam, ein Boot zu dieser Tageszeit. Ich hoffe, das Kaiserreich hat euch gut behandelt. Könnte schwören, dass sie mir meinen Ring gestohlen haben. Ach was. Ich könnte schwören, einer der Wachen hat ihn. Einer der Wachen? Okay. Letzte Woche, vor ihrem allwöchentlichen Ärgern wir Fargoth-Ritual, hatte ich noch einen Heilring mit Gravur, ein Erbstück meiner Familie. Hm. Ihr habt ihn wohl nicht zufällig gesehen? Oh nein, tut mir leid, ich habe keinen Ring gesehen, oder? Ja, ich habe ihn gefunden. Hier, nehmt ihn. Ja, also ich weiß nicht, ich kann mich an keinen Ring erinnern. Mist. Nun, wenn ihr ihn seht, lasst es mich wissen. Es ist ein gravierter Ring der Heilung. Ich weiß, er muss dort irgendwo sein. Tragen wir den Ring? Nein, zum Glück nicht. Gut. Das ist das andere. Und du siehst Schlüssel. Wasseratmung haben wir, Magieschub haben wir und Gespür für Reichtum. Ja, und es wird langsam düster. Ja. Ja. Mein Haus.
Hausschlüssel zum Öffnen des Schlosses verwendet. Richtig, das ist der Schlüssel, der so rumlag. Und im Grunde genommen kann man sich hier dann ein bisschen bedienen oder kann das alles mal verkaufen. Hier hat man jede Menge Stauraum. Eine Laute. Ja, ein bisschen Silbermaterial. Ja, was man eben auch, was auch so wundervoll ist, man kann im Grunde genommen einfach alles in der Welt dorthin stellen, wo es hin soll. Ist einfach ein Traum. Und so habe ich eben immer die Möglichkeit, irgendwas in der Welt zu, oder mit etwas in der Welt zu interagieren. Ja, die könnt ihr verkaufen, aber sind nichts wert, deswegen bleiben sie, wo sie sind. Genau wie die billigen Flaschen da oben. Ja, Broom, also Besen und Bucket, Eimer. Ja, das Problem ist halt hier, dass die deutsche Version und die englische Version sehr stark miteinander kollidieren. Das heißt, man brauchte, auch wenn es eine englische Version war, hat man immer eine deutsche Version gebraucht, weil eben, ja, die Zellen, wie hier, ist ja daneben mein Haus, das ist ja im Grunde genommen keine wirkliche Welt. Ja, das ist ja einfach nur eine Indoor-Cell, also eine Innenzelle, in die man reist, indem man die Türen oder mit den Türen interagiert. Das ist quasi, kann man sich als so eine Art Teleporter vorstellen. Worum geht es? Und, was ist denn das? Oh, das ist aber angenehm. Aha, da kleben drei Diamanten über der Tür. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal mit. Das ist sowohl, ja, Währung, wenn man so möchte. Man kann es also verhökern oder man kann daraus Tränke machen. Diamant hilft zum Beispiel bei, oder lässt einen Unsichtbarkeitstränke herstellen. Natürlich kann man auch in andere Gebäude, wenn sie nicht abgeschlossen sind. Jetzt könnte man sich hier natürlich auch bedienen. Ja, sehr farbenfroh. Allerdings ist natürlich auch wieder gemoddet. Ja, allerdings hat sie wohl nichts, was wir brauchen können. Stimmt, man kann auch kochen. Ja, euer momentaner Koch-Skill steht auf 0. Was möchtet ihr in diesem Kessel kochen? Was haben wir denn? Gekochtes Quarma-Ei. Ihr habt keine Quarma-Eier. Was haben wir denn? Brot. Kann man Brot kochen? Sporen? Oh, Sporen hatten wir. Oh, ihr wurdet leicht vergiftet, als ihr versucht habt, von eurer Suppe zu kosten. Es scheint, als hättet ihr sie auf dem falschen Weg gekocht. Ihr werdet eine Flasche benötigen, um dies zu machen. Ja, Flaschen haben wir doch hier reichlich. Hier, zack. Zack, nehmen wir einfach mal zwei Flaschen und hoffen, dass es funktioniert. Sporen, Suppentopf. Erfolgreich gekocht, aber dennoch habt ihr keine Schüssel, die gut genug ist, um die Suppe hineinzutun. Also füllt ihr sie in einen Flachmann. Aha. Oh, so bist angebrannt. Keine Flasche mehr. Eine Schüssel. Bowl. Das klingt doch nach Schüssel. Sporensuppentopf. Ich werde eine Flasche benötigen, um dies zu machen. Hm. Flasche. Ihr habt keine Sporenhülse zum Kochen. Na super. Was haben wir noch? Leichtes Rosula hätten wir noch. Oder violetter Koprinis. Das müssen Pilze sein. Aschkartoffeln, Sumpfkraut. Ne, sieht schlecht aus. Gifte können wir auch machen. Allerdings keine Ahnung wie. Da muss man nämlich die Rezepte finden. Dann ist es aber, glaube ich, für Wurfwaffen oder für Fernwaffen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, jetzt mal schauen. Oh, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Jetzt können wir den Ring der Heilung mal benutzen. Unten links der rote Balken füllt sich damit ein kleines bisschen wieder auf. So, und noch ein bisschen. Jetzt können wir mal schauen, wo wir denn hinwollen. Wir wollten eigentlich nach... Ja, wir können jetzt in zwei Richtungen, nach Balmora. Entweder dorthin oder dort über Pelagiat. Das ist die gleiche Richtung, okay. Wir könnten uns aber erst hier ein wenig umschauen. Das würde ich mich, ehrlich gesagt, bevorzugen. So, wir haben eine Waffe. Ja, jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Wir können damit stoßen, wir können da über Kopfschlag machen oder von der Seite angreifen, je nachdem wir uns vorher bewegen. Und man sieht es links unten, die Ausdauer. Normalerweise würde sie sich nur langsam regenerieren, aber auch nur langsam oder in kleineren Schritten zumindest Ausdauer verlieren. Allerdings habe ich das... Alles klar. Allerdings gehen wir da nicht hin und
Ich habe das ein bisschen angeglichen an Oblivion, denn in Oblivion war das ja ähnlich. Da hatte man ja auch die, ja, ich sag mal, die das Ganze ein bisschen beschleunigt. So, erster Schlag hat getroffen. Schlammkrabbe, richtig. So, jetzt haben wir auch ein bisschen was an Krabbenfleisch bekommen. Was viele immer anfangs beschweren, ist immer das Kampfsystem in Morrowind, weil es eben ausgewürfelt wird, ob ich treffe oder nicht. Und gerade am Anfang ist es eben, ja, ziemlich unwahrscheinlich, dass man trifft. So, die rennt weg. Ja, das Problem sehe ich ehrlich gesagt momentan nicht. Und zu gewissen Teilen stimmt es auch, aber zu sagen, dass man das Spiel deswegen jetzt nicht angehen möchte, weil das Kampfsystem so mies sei, das halte ich für ein bisschen überzogen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Sternfahren haben wir jetzt hier. Irgendwas habe ich hier. Die Ratte müsste doch hier irgendwo noch liegen. Wurscht, wir machen standardmäßig weiter. Hier ein Quarma-Kundschafter. Und hier ein freundlicher Skript. Allerdings kann der einen lähmen, wenn der ihn angreift. Und das ist ein wenig unangenehm. Schönes Abendrot. Ja, ich meine, ich hätte mir den Himmel so ein bisschen zerschossen, denn man sieht keine Planeten oder sowas. Muss ich nochmal unter die Lupe nehmen. Das kann nämlich sein, dass ich da auch bei Nacht dann wirklich nur einen Sternenhimmel habe. Das ist nicht ganz so schick. So, 200 Draken, euer Tagebuch wurde aktualisiert und wir haben die Steuerakte. Was sagt denn das letzte Saat? Ich fand in der Nähe von Sedanin eine Leiche. Es scheint die Leiche eines gewissen Processus Vitellius zu sein, wie ich einigen Gegenstände entnehmen konnte, die er bei sich führte. Er trug ein Pergament bei sich, das offenbar Steueraufzeichnungen enthält. Er hatte außerdem 200 Draken, vermutlich Steuern, die er eingetrieben hatte. Ja, jetzt hat man, glaube ich, die Möglichkeit, das entweder dem Steueramt direkt zu übergeben, oder man kann es denjenigen zahlen, übergeben, die noch nicht gezahlt haben. Irgendeiner von denen gibt einem dann, glaube ich, auch was Feines. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich würde das Ganze einmal so probieren. Wir schauen uns einfach mal um, wen wir dann die in die Hand drücken können. Was haben wir hier? Elder 4, der gute Fargoth, Finemouth, Foreign Gilneth und Vodunius Nukius. Alles klar. Also zurück nach Sedanin, ins wunderschöne Dörfchen. Und Vivek wurde ja auch schon angesprochen mit seinen Wohninseln. Also ich muss sagen, das hier finde ich wesentlich ansprechender als die Wohninseln. Ach, sieh mal einer an, man kann... Ja, man kann hier einen durch die Landschaft sehen, das ist auch nett. Ja, und auch das Schwimmen geht wesentlich schneller als normal. Liegt natürlich daran, dass wir 50 Punkte Flossen automatisch haben. Normalerweise ist das ein Zauber. Allerdings, klar, weil wir als Argonier... Na, wir kommen aus dem Wasser, deswegen sind wir da relativ firm drin. Jetzt mal überlegen, wir können auf die Karte schauen. Genau, so war das ja. Foreign Gilneth, das wäre auf jeden Fall einer. Wo genau wohnt der? Hier nicht. Aber hier. Ihr dürft sprechen. Was wollt ihr? Mord an... Oh, Processius Vitellius. Dieser Abschaum. Ihr habt verdammt recht, ich habe ihn erledigt. Ach, direkt den richtigen. Alles klar. Das ist gut so. Er hat uns ehrlichen Bürgern eine Menge Geld aus den Taschen gezogen, indem er uns zu viel Steuern hat zahlen lassen und die Differenz für sich behalten hat. Aha. Er hat andauernd mit neuen Kleidern sowie mit Geld und Edelsteinen geprotzt. Also habe ich den Bastard getötet und seine Leiche liegen lassen, damit er da draußen verrottet. Das ganze schmutzige Geld noch in seinen Taschen. Ich glaube euch und werde euch nicht verraten. Oder es tut mir leid, aber das ist keine Entschuldigung für einen Mord. Eure gerechte Strafe wird noch gefunden werden müssen. Nein, ich würde sagen... Ja, wenn ich jetzt... Soll ich ihn anschwärzen? Ja oder nein? Das ist die Frage.
Das ist die Frage. Jetzt mischen wir uns hier direkt ein. Als Fremdländer. Und wenn er das Ganze nur erfindet, wenn er ihm das Geld... aber offensichtlich wollte er mir das Geld ja nicht klauen. Das heißt, sonst hat er es genommen. Aber vielleicht hat er noch viel mehr bei sich gehabt. Er hat sich einen Teil genommen, um jetzt als der Gute darzustellen. Wir sagen, nein, wir verpfeifen den vorigen Gilnith einfach. Ihr seid einer von ihnen, was? Wollt mich töten? Nun, dann gebt euer Bestes, Argonia. Es bereitet mir kein Problem, noch mehr Blut der Lakaien des Kaisers zu vergießen. War das eine gute Idee? Ich bin nicht sicher. Okay, jetzt entbrennt ein heißer Kampf. Gut, reinhauen kann er, aber wir hauen auch gut rein. Alles klar. Naja, das war jetzt kein besonders ehrenhafter Kampf. Schauen wir mal hier, was hat er für ein tolles Buch? Durch Lesen dieses Buches habt ihr neues Wissen gewonnen. Eure Fertigkeit Feilschen hat sich auf 6 Punkte verbessert. Mhm. Ja, das sind eben Bücher, die man im Spiel finden kann. Allerdings 29, 30 Seiten, das denke ich mir, werde ich mal nicht vorlesen. Ich habe es da durchgeblättert. Wer will, kann ja auf Pause drücken, kann sich das mal angucken. Ja, sollen wir doch mal sehen, was er bei sich hatte. Processius Vitellius Ring. Sehr gut. Und ein paar Draken. Ja, ein Gürtel braucht kein Mensch, ein Humpen. Ja, ist so ein bisschen Selbstjustiz, aber... ja. Skattel, wie gesagt, das sind alles Ingredienzien zum oder Zutaten zum für die Alchemie. Wir können sie noch nicht mal zusammen beamen, die Geschichte, deswegen... Papier kann man verzaubern. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder. Nach diesem erfolgreichen Besuch. Ja, man sieht schon, der Himmel ist einfach nur... Also wunderschön ist er zwar, aber... aber leider eben auch... ohne... ja, Planeten, Sterne, wie auch immer am Himmel. Das ist ein bisschen schade. Ja, wenigstens diese... farblichen Abstufungen sind drin, das ist ja schon mal ganz nett. Gut. Fahrt fort. Ja, ja, fahrt fort. So. Jetzt will ich mal sehen, ob wir überhaupt hier wieder reinkommen. Ja, Zensus und Steueramt. Kommen wir denn direkt bis zum Chef? Ich nehme es mal an, ich hoffe es jedenfalls. Scheint zu funktionieren. So. Verdammt, er ist nicht hier. Wo ist der Gute? Also hier ist er nicht, das ist schon mal schlecht. Können wir auch nicht rein. Das heißt, er ist wahrscheinlich im anderen Gebäude, im gegenüberliegenden. Da könnten wir uns jetzt mal versuchen, irgendwie rein einzuschleichen. Genau, hier drin ist der... ja. Ist hier oben rum. Ja, da kommen wir nicht lang, beziehungsweise... Kommissionstor. Wir könnten versuchen, uns hier Zugriff zu verschaffen. Machen wir das einfach mal eine Runde. Ja, wir können es mal versuchen. So, jetzt müssten wir eigentlich zumindest so halbwegs gezaunt sein. Aber was ich jetzt zuerst machen werde, ist, was ich eigentlich immer mache, und zwar hat man jetzt hier ein Kurztastenmenü und ich kann jetzt hier auf verschiedene Ziffern tasten. Kann ich Gegenstände und Zauber legen. Ich werde jetzt einfach mal den Dietrich des Lehrlings... ach, ja genau, da können wir auch gleich die Waffe auf 1 legen, dass man sie direkt im Apparat hat. Das konnte nicht geöffnet werden. Das ist natürlich auch wieder zufallsbasiert, ob es einem gelingt oder nicht. Oh, sehr schön. Wir haben erfolgreich die Tür geöffnet. Hoffentlich ist es hier nicht abgeschlossen. Nein, ist es nicht. Angenehm. Vorne guckt schon einer. Wir sind links unten wieder getarnt. So, dann wollen wir doch mal einen guten Tag. Okay. Ja, so kann man es natürlich auch machen.
Und die Tür ist ins Schloss gefallen. Gibt es hier einen zweiten Eingang? Könntet ihr euch etwas beeilen? Nein, es gibt keinen Hintereingang. Dann müssen wir... Ah, da hinten sieht man es vielleicht schon. Kann ich nicht zoomen? Ah ja, ein bisschen ranzoomen kann ich. Da hinten sehen wir schon die Wohninsel von Vivek. Allerdings die ist sehr verwirrend. Und da krabbelt schon eine Spinne. Ja, stimmt. Da sind auch irgendwelche Custom-Monster sind mit dabei. Das heißt, die sind nicht im Originalspiel. So, damit hätten wir das auf jeden Fall gelöst, das Rätsel. Jetzt könnten wir uns eigentlich mal wieder aufmachen. In Richtung Balmora. Aber man hört es schon. Ach, Alter. Oh, er hat uns geholfen beim Vernichten einer weiteren Spinne. Ja, ja, er macht das schon. Was war das eine? Tarantula. Okay. Und da kämpft er gegen irgendein seltsames Vieh. Ah doch, ein Mond ist, oder Planet ist aufgegangen. Na, komm's ran. Der will nichts. Von mir aus, er muss ja nichts. So, jetzt überlegen wir mal. Gehen wir hier nach Norden? Oder wählen wir den Weg im Osten? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach Osten. Richtung Pelagiat. Ach ja, stimmt. Jetzt haben wir ja die Ebenherz, Vivek und Caldera, die Städte erfragt. Deswegen sehen wir sie jetzt auch auf der Karte. Cool hat auch noch einer angesprochen, aber wir haben nicht nach Cool direkt gefragt. Deswegen wissen wir jetzt nicht, wo das genau liegt. Liegt aber hier oben. Hier muss Gnises liegen. Hier in etwas Cool. Und dem kann man dann übersetzen auf die Insel Solstheim. Aber ich mich frage, war das nicht Nordrand oder Himmelsrand oder sowas, die Region? Die nördliche? Ich glaube nicht. Oder Skyrim ist ja die, ne, eine eigene Geschichte, aber irgendwas anderes war da. Mal gucken. Oder, ach Quatsch, Hammerfell oder sowas hieß es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Jo, jetzt will ich aber auf jeden Fall nochmal die einen weiteren Schatz heben, weil ich meine, hier gab es auch noch irgendwo. Irgendwo gab es hier noch was. Irgendwo in einem weiteren Baumstumpf, aber. Da hinten der vielleicht, oder der hier? Ah ja. Ein Firebite-Dagger. Und ich höre, sie werden angegriffen und 50 Draken waren es, glaube ich. Und wir hören die Kampfmelodie, aber wir sehen nichts. Ach ja, hier haben wir es. Das Vieh haben wir gerade schon gesehen. Ein Night Sprite hat einen Salzreis im Gepäck. Ach, und da ist noch so ein Vieh. Boah, jede Menge Blut. Okay. Ja, aber das gibt uns ja nichts. Da gehen wir einfach munter weiter. Oh, jetzt müsste gleich jemand abschmieren. Wobei ich hier speichern muss. Es können nämlich diese kleinen Höllenhunde auf mich warten und die machen mich ruckzuck alle. Tja. Hier ist jemand abgeschmiert. Hier mit einem lustigen Hütchen. Tagebuch des Ikaros. Ich glaube, ich habe die richtige Formel für den Zauber gefunden, an dem ich gerade arbeite. Damit kann ich mich über große Strecken fortbewegen, ohne andere für diesen Dienst bezahlen zu müssen. Aha. Wenn alles gut geht, und wir haben es gerade gesehen,
werde ich ihn morgen ausprobieren. Ich glaube, ich habe alle potenziellen Komplikationen gelöst. Mit Hilfe dieses Zaubers werde ich lange Strecken überspringen können, bis zu viele hundert Meilen weit. Noch nie zuvor ist es jemandem gelungen, sich auf diese Art und Weise fortzubewegen. Einfach vom Boden abspringen und durch die Luft segeln. Und dann landen. Und das alles ohne die schreckliche Unsicherheit eines Flugzaubers. Naja. Ach ja, stimmt, es gibt ja Flugzauber bzw. Levitation. Haben sie in Oblivion herausgenommen, aus Gründen. Und in Skyrim ist es auch nicht drin, sehr schade. Hier kann man tatsächlich schweben mit dem Zauber. Levitation. Meine Zeit ist fast gekommen. Meine Untersuchungen sind abgeschlossen und alle meine Berechnungen sind doppelt und dreifach überprüft worden. Man lachte mich aus, als ich die Idee vorbrachte. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht, wenn ich auf ihre Türme springe und meinen Erfolg herausschreie. Naja. So, und hier liegt da unser guter... Moment. Tarhil? Tagebuch des Ikarus. Ja. Gut, wir haben eine weitere... Ah, jetzt haben wir eine Langhantel. Quatsch. Langhantel, genau. Langwaffe einhändig. Blitzschaden macht das auch. Also jetzt haben wir endlich was gegen die Undöden. Feuerbeitdecker gibt nur 80 Mark. Den können wir wieder zurückgeben. Festing, Akrobatik, 1000 Punkte für 7 Sekunden. Naja. Damit kann man da wohl abheben. Werden wir vielleicht nutzen. Wir werden sehen. Oh, extravagante Schuhe können wir nicht benutzen. Extravagantes Gewand. Das allerdings schon. Und einen leichten Helm. Nein. Leichte Rüstung ist nichts für uns. Das Gewand brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Komm, lassen wir es ihm an. Wir müssen nicht die Doden beklauen. Bestehlen. Jetzt muss ich überlegen. Sollen wir diesen Weg gehen oder gehen wir lieber... Nein, ich würde lieber gerne über Pelagiat gehen. Wobei es hier eben auch allerhand zu entdecken gibt. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt einfach nur stur irgendeine eine Schlammkrabbe irgendeinem Auftrag folgen, werden wir jetzt uns mal hier bei Nacht im Sumpf umschauen. Zücken unsere Hellebarde. Oh, das ist der zweite Mond aufgegangen. Sehr hübsch. Normalerweise ist er noch hübscher, meine ich, mit Sternzeichen und Co., aber irgendwie hat es da was verrissen. Stimmt, da habe ich mal versucht, das irgendwie hinzubekommen und es ging nicht mehr. Na, vielleicht muss ich neues Plugin installieren und das einfach drüber bügeln, dass man wieder einen gescheiten Himmel hat. Das, was man immer hört, diese Glocke, bedeutet der Tagesablauf. Irgendwie alle 3 Stunden bekommen die einen neuen Tagesablauf. Das heißt, dann laufen sie tagsüber draußen rum, nachts sind sie in der Haie. Ja. Einfach um einen Tagesablauf zu simulieren. Das heißt, wenn man als Dieb unterwegs ist, wird man nachts natürlich nicht einfach in leere Häuser eindringen, sondern die Leute sind eben dann auch mal zu Hause, wenn sie nicht schlafen. Oder natürlich in der Taverne sind. So, und hier haben wir die erste Samaris Ahnengruft. Aber da wir jetzt eine... Oh, jetzt müssen wir mal überlegen. Nicht, dass es jetzt gleich verreist. Denn Türen können auch mit Fallen gespickt sein. Eigentlich bräuchte ich dafür eine Sonde, aber wir haben keine Sonde. Aber es hat funktioniert. Und die wunderbare Musik, ich kann es immer noch, und ich werde es wahrscheinlich ein paar Mal erwähnen, die ist einfach genial. Und vor allem ist sie so wunderbar, dass sie im Hintergrund läuft und sie wird auch nach Stunden wird sie nicht... Oh oh. Ein Geist. Auch nach Stunden wird sie nicht nervig. So, jetzt wollen wir erstmal ein wenig kämpfen. Ja, er hat uns eine verpasst, aber wir ihm auch.
Und da muss man aufpassen, dass man die Stats, die Attribute im Auge behält, denn man kann auch tatsächlich Attributspunkte verlieren und das ist nicht ganz so gut. Denn wenn das der Fall ist, dann hat man ein Problemchen. Humanoiden ermutigen, Kreatur ermutigen. So sieht es aber nicht aus, nehmen wir trotzdem mit. Ja, diese Uhren gucke ich eigentlich selten an, weil da meist ohnehin nichts Brauchbares drin ist. Wobei, mir dünkt, ich hätte die mal verändert. Gewöhnlicher Ring in einer kleinen Kiste, super. Aber vielleicht war das auch für Oblivion oder vielleicht war es auch für Skyrim, ich weiß nicht. Ich habe ja für jedes einzelne immer viel gemoddet, aber das Ganze nie veröffentlicht, deswegen weiß ich nicht mehr so recht, in welchem Spiel ich was verändert habe. Das hier ist Rolle des Höllenfeuers, sehr gut gegen feueranfällige Kreaturen. Oh, ich meine, hier gibt es einen ganz mächtigen Ring. Ja. Oh, oh. Na, ihn könnten wir eigentlich auch mit der helle Barde bearbeiten. Aber er bearbeitet uns auch schon gut. Ja, ja. Also man merkt, man trifft auf jeden Fall schon ordentlich, wenn man richtige Werte hat. Denn gerade die Startwerte, die Zauber, die ganzen Sternzeichen und so weiter sind natürlich allesamt überarbeitet mit Modifikationen, genauso wie die Zaubersprüche. Das ist alles nicht original. Moment, wie brauchen wir denn? Ah ja, 4 Stück, also kann man das 5-mal hintereinander einsetzen. Je mehr Verzauberungsfertigkeit ich habe, desto schneller müsste ich das aufladen. Ein Eisenschild und eine Eisenkeule. Ja. Das wäre zum Beispiel was in Verbindung mit dem Eisen Iron Spark Sword, also Eisenfunkenschwert. Wobei ich mir überlege, soll man wirklich schon ein schweres Schild? Ich würde sagen, das erste mittlere Schild, das wir bekommen, nehmen wir mal. Denn ich glaube, schwere Rüstungen werden wir uns nicht gönnen. Lebenstrank einfach. Auch hier, die Grafik ist überarbeitet. Das ist normalerweise, sind die alle relativ... Oh, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Denn ich meine, da gäbe es einen üblen Zauber. Aber ich weiß nicht mehr, was für ein Zauber. Wenn es ein Giftzauber ist, macht uns das natürlich nichts. Ansonsten sollen wir es probieren. Jetzt knacken wir, oder versuchen wir erstmal dieses Schloss hier zu knacken. Und es hat funktioniert. Und man hat es gehört. Eure Fertigkeitssicherheit hat sich auf 6 Punkte verbessert. Allerdings, wir haben keine Sonde. Man sieht jetzt nicht, ob das eine Falle ist oder nicht. Und es ist keine. Türkis, super. Hat sich nicht so richtig gelohnt. Allerdings, jetzt kriegen wir wahrscheinlich einer gewischt. Ja. Lebenskraftfalle, 19 Punkte. Hm. Oh, wir haben es überlebt. Angenehm. Und wir können uns langsam wieder hochheilen. Der mittlere, also links unten sehen wir die Ausdauer, das ist der grüne Bereich. Rot logischerweise ist Lebensenergie und blau ist Magie. Oh, damit haben wir einen mächtigen Zauberspruch erhalten. Festigen Intelligenz 10 Punkte auf sich selbst, festigen Willenskraft 10 Punkte auf sich selbst. Und das ist eine dauerhafte Wirkung, wo ich hier Wirkung durch Benutzen immer einen kurzen Schub bekomme. Ist das hier jetzt permanent fürs Brennes Asche und seine Truhe, die brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht. Das haben wir gerade aufbekommen und dafür noch einen Sicherheitsaufstiegspunkt bekommen. Heiliger Velot. Ja, das sind Schreine, man muss 35 Mark spenden, ansonsten hat man halt die Möglichkeit, seine Wunden zu heilen oder weiß nicht, Krankheiten heilen und so weiter. Oder irgendwelche anderen Boni zu bekommen, irgendwie bessere Panzerung oder mehr Schnelligkeit oder was auch immer. Es gibt da etliche Schreine der ganzen Heiligen. Wie viel es gibt? Keine Ahnung, vielleicht 12. Und wenn man dem Tempel beitritt, dann kostet es nicht mehr 35, sondern 5. Und ich meine, da gibt es auch andere, wo dann andere Fertigkeiten billiger sind oder so. Ich
Nee, die Fertigkeiten, sondern das Beten an sich wird billiger. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Allerdings haben wir das erfolgreich absolviert. Man könnte natürlich auch, genau, man kann sich zum Beispiel irgendwie bis geheilt. Das heißt, dann wird die Lebensenergie als Maßstab genommen. Und dann kann es sein, dass man mal irgendwie, weiß nicht, 23 Stunden schläft. Wacht dann aber auf, hier sieht man die Uhrzeit, und hat dann volle Energie. Man könnte zum Beispiel auch sagen, man rastet jetzt einfach mal eine Stunde. Wir schauen einfach mal, lebensenergietechnisch sind wir bei... Ja, da dürfte ja nichts tun, oder? Sind wir 20 Trefferpunkte. Wir heilen einfach mal, rasten eine Stunde. Oder auch ein ganz kleines bisschen hat es was geholfen. 4 Lebensenergiepunkte, aber der Ring, der gravierte Ring der Heilung, ist wieder voll aufgeladen. Weil wir eben eine ganze Stunde einfach nur da standen. Und damit können wir wieder mehrere Heilzauber sprechen mit dem Ding. Und deswegen gebe ich dem am Anfang auch eigentlich ungern aus der Hand. Was der Vorteil dran ist, wir können... wir bekommen bessere Preise. Oh, oh. Ach, wieder so ein kleines Vieh. Wir bekommen bessere Preise, glaube ich, in Arils Handelshaus, weil der mit... weil der Fargoth mit ihm befreundet ist. Und das bedeutet, wir können dort besser einkaufen und verkaufen. Das ist natürlich für den Anfang auch wieder eine sehr nette Idee. Zum Beispiel kann man sich dann einen eigenen, ja, Heilzauber kaufen. Und da hinten haben, wenn es jetzt eh schon so düster ist, würde ich sagen, gehen wir einfach in die nächste Gruft, die Ahnengruft da hinten. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Erkunden wir einfach mal die Gegend so ein bisschen. Und natürlich, ja, es gibt ja Leute, die wollen immer die gesamte Karte aufdecken. Das kann man hier natürlich auch machen. Allerdings ist das einiges an Arbeit, wenn man das wirklich komplett durchziehen möchte. Denn die Welt ist relativ groß. Wenn man diesen Bereich hier erforscht. Und da ist noch einiges, was man aufdecken kann. Und hier vor allem unwegsames Gelände, hier in der Westebene, Westspalte heißt es, glaube ich, oder ist es? Ja, dann gibt es einen roten Berg hier hinten. Vor allem hier unten ist es sehr zerklüftet, hier unten hast du dann ganz viele kleine Inselchen, die man bereisen kann. Da ist natürlich sowas wie festes Wasser, das ist ein Zauberspruch, ideal. Wobei wir einfach durchschwimmen können, wir haben ja Flosse. Und da dürfte das gar nicht so ins Gewicht fallen. Legen wir uns einfach mit der Flora und Fauna an, was halt hier rumsteht, wird abgeerntet. Auch hier die schicken Bäumchen, das sind aber auch irgendwelche dazu gemoddeten. Ja, ich speichere eigentlich relativ häufig in dem Spiel, vor allem weil es zu Beginn sein kann, dass man in Gegner reinläuft, die einem mal richtig schön den Hintern aufreißen. Und das möchte man tunlichst vermeiden, wie man sich denken kann. Deswegen, naja, wir schauen hier mal rein. Es kann auch sein, dass wir hierfür einfach unterlevelt sind oder dass wir schon an der Tür direkt eine gewischt bekommen. Also mit dem Eisen, mit der Eisenhilebarde können wir uns nicht mit Gespenstern anlegen. Also wenn die wieder kommen, ach, da können wir einfach mal wechseln auf, genau, Iron Spark Sword. Also die Eisenfunkenklinge. Intelligenz und Willenskraft. Ich meine, damit hätten wir dann mehr Magieresistenz. Willenskraft beeinflusst eure Widerstandskraft gegenüber Magie und eure maximale Ausdauer. Ah, ja. Und da sieht man es schon. Wir könnten uns jetzt anschleichen. Wenn wir schleichen, müssten wir auch Fertigkeitspunkte dazu bekommen. Wie steht es denn mit unserer Schleicherei? 0. 5, okay, da sind wir extrem schlecht im Schleichen. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir schleichen irgendwelche Bohnen. Ne, haben wir nicht bekommen. Schade, schade. Sind wir wahrscheinlich einfach zu schlecht. Das könnte man sich natürlich auch irgendwo kaufen bei zwielichtigen Gestalten. Wieder ein Schrein. Allerdings, am Anfang ist es sehr, sehr billig. Später wird es dann, wie man ja schon gesehen hat, recht teuer, wenn man die Fertigkeiten schon ziemlich hoch hat.
So, jetzt versuchen wir uns einfach mal an den anzuschleichen. Was ist eigentlich der beste Angriff für die Hellebarde? Stoß. Gut, dann stoßen wir ab jetzt zu. Also, wenn man sich ja schon denken können. Oh, oh. Das könnte übel werden. Ja, Pfeil und Bogen ist recht heftig. Vor allem am Anfang. Man hat es gesehen, wir hatten weniger als die halbe Energie dann zweimal getroffen. Zum Glück ist er nur ein hohles Skelett und hat selber nicht viel ausgehalten. Toll. Kleine Kiste, in der nichts ist. Eine große Kiste, in der wir speichern ab. Denn Fallen sind übel. Oder können richtig übel sein. Ja, das ist einfach, wie es ist. Eisenpfeile können wir mitnehmen. Wiegen auch 10 Stunden. Sollen wir die mitnehmen? Ja oder nein? Ja, wir können sie mal mitnehmen. Vielleicht bekommen wir irgendwie spontan Lust auf einen Pfeil. Auf Pfeilbeschuss. Göttlicher Eingriff. Göttlicher Eingriff bringt eine zur nächsten. Ja, Festung, sage ich mal. Oder zum kaiserlichen Altar. Während einem Sivi-Intervention, man hat es ja schon gehört, die bringt einen zu einem Tempel. Und das ist eben auch eine Art von Reisesystem, wenn man dadurch, je nachdem, woran man gerade steht. Okay. Das ist ein Klippenläufer. Die kommen später im Spiel noch sehr, 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 sehr häufig vor. Und sie werden einen richtig nerven. Das ist auch so ein Hassgegner vieler Spieler. Wenn man sich an irgendwas erinnert an Gegnern, dann ist es meistens der hier. Allerdings ist das hier eine... Ich habe eine Mod installiert, wo nur Pestkranke, und ich glaube Vergiftete oder sowas, einen angreifen. Kranke, Pestkranke, sowas in der Richtung. Und die normalen lassen einen links liegen, was wundervoll ist, denn die sind zahlenmäßig wesentlich, häufiger anzutreffen. Jetzt möchte ich einfach mal Spaß haben, nur weil wir schwimmen können, möchte ich gerne mal ein bisschen baden gehen. Ach ja, die ersten Fischchen kommen auch schon an. Also wenn wir schon dabei sind. So, jetzt habe ich die Kraft aktiviert. Ich weiß nicht wirklich, ob das... Ach nee, ist ein ganz normaler Zauber. Okay. Kostet nichts, dafür ist es ziemlich mächtig. Und jetzt haben wir 10 Minuten lang können wir unter Wasser atmen. Als Argonier, ganz klar. Wir kommen hier aus dem Wasser. Da drüben haben wir noch mehr von der Sorte. Bringt leider kein Geld, aber deswegen lohnt sich es allemal. Es konnte eine Perle gefunden werden. Es konnte eine Perle gefunden werden. Deswegen habe ich auch mich ein bisschen für das Glück entschieden. Beziehungsweise das Sternzeichen. Wie hieß das noch? Was ist ein Sternzeichen? Hatten wir die Dieben, genau. Zuflucht, Fähigkeiten, Gespür für Reichtum. Aber hatten wir nicht auch irgendwie... Ah ja, Tageszeit, Wetter, Bonus fürs Schleichen, immer jetzt 15 Stück. Zuflucht, Glück, 25 Punkte, wird hier gefestigt. Deswegen sind wir schon bei 65, also haben wir eine höhere Chance, was Sinniges zu finden. Und... Deswegen können wir auch zum Perlentaucher werden. Und es greift uns wieder irgendwas an. Ach, da hinten kommt's. Wir schwimmen einfach mal munter weiter. Ach ja, Athletik. Richtig. Durch das Rumlaufen und vor allem aber durch das Schwimmen ist jetzt die Fertigkeit Athletik gestiegen. Wir können mal schauen. Wo sind wir denn? Akrobatik... Wer es sieht, bitte mal schreien. Moment, hä? Ach ja, klar. Athletik und Akrobatik. Jetzt sind wir hier bei Fortschritt bei 1. Jetzt schwimmen wir einfach mal ein paar Meter, um hier an Land zu kommen. Ah, da sehen wir schon jede Menge Fische, aber wo man normalerweise arge Probleme hat, haben wir es hier eigentlich relativ gut bei unserem stark kampforientierten. Jetzt schauen wir nochmal spaßhalber. Wir sind jetzt bei... Wo ist Athletik? Hier. 4. Okay, also die paar Meterchen waren jetzt schon 3 Punkte Athletik. Und es führt dazu, dass man immer schneller wird im Laufen, im Schwimmen, in alle möglichen. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
Ach, sieh mal einer an. Aha, was? Aharunartus. Oh, oh. Habe ich davor gespeichert? Ich hoffe es. Oh, oh. Wir entscheiden uns spontan, ihn dort drin Frieden zu lassen, denn ja. Was man auch da sieht, Moment, oder halt, das ist Ladung, nee, doch nicht. Je weniger Ausdauer, desto schwieriger werden auch die Zaubersprüche oder das Verwenden von Zaubern. Ach, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch einfach hier lang. Wir müssen ja ohnehin irgendwie nach Balmora, da können wir jetzt auch links rum vielleicht den Odai, ist das glaube ich, der Fluss Odai, den können wir einfach mal hochschwimmen. Das würde sich doch anbieten, so als ja, als Argonia. Dann machen wir das einfach mal. Und da unten. Was zur Hölle? Das sieht mir nach so einem Korpuskranken aus, aber wieso der im Wasser tauchen geht, ist mir ein Korpuswandler. Okay. Ja. Das ist halt das Wunderbare an Modifikationen. Keine Ahnung, warum der jetzt hier auf dem Boden rumgedappt ist oder warum der überhaupt hier gespawnt ist. Oh. Ja, jetzt habe ich einen Aufstieg bekommen in Verzauberung, weil ich die magischen Gegenstände benutze. Es konnte eine Perle gefunden werden und noch eine Perle. Ja, ist ja wunderprächtig. Und wir tauchen trotzdem nochmal wieder auf, dass wir uns orientieren können. Oh, das ist schön hell. Vor allem nach so einer Tauchfahrt. Das sind friedliche Fische. Oh, den habe ich ja wieder einen. Oder den hat es wieder Perlen. Da ist eine Muschel, die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Ja, und weil eben alles Learning by Doing ist, ist alles, was man hier macht, auch wertvoll. Jeder Zauber, den man einsetzt, jeder Schlag, den man tätigt, jeder Sprung, den man ausführt, oder jedes Mädchen, das man fischt, auch ein Traum. Es könnte auch sein, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet, ein bisschen hochgesetzt habe. Und einfach gerade wegen sowas hier, dass man ein bisschen mehr Glück hat. Oder es liegt wirklich am Glückswert, das kann auch sein. Ich denke, das kann man sehr schlecht herausfinden, was jetzt genau Phase ist. Aber wenn wir schon mal hier sind beim Schiffchen, dann schauen wir uns einfach mal um und gucken, was es hier Feines gibt. 20 kleine Quarma-Eier. Ja, ich glaube, die nehmen wir aber mit und üben mal so ein bisschen das Kochen. War Häckselblatt nicht auch etwas kochtechnisch? Das nehmen wir einfach mit, so dass wir so eine Art, ja, so ein bisschen ein Überlebenskünstler werden, dass wir uns ein bisschen hier auskennen in der Wildnis. Wo befinden wir uns jetzt? Wir müssten genau nordwestlich von Sedanin sein. Ein paar Münzen. Silberlangschwert. Haben wir das nicht schon? Nein, wir haben ein Eisenschwertchen, das Blitzschaden macht. Oh, das macht 9 bis 14, 12 bis 18 Schaden. Das ist auf jeden Fall ein Punkt schlechter als das hier, aber ich würde sagen, wir bleiben tatsächlich mal hierbei für den Moment. Das können wir vielleicht verkaufen. Wert 330, das nehmen wir mit. Flaschen nehmen wir auch mit. Haben wir gesehen, wir brauchen die zum Abfüllen von dem, was wir gekocht haben. Hundefleisch war, glaube ich, auch. Oder war das Rattenfleisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist aber auch wurscht. Wir nehmen das einfach mal mit. Denn wir können es. Robotdeck. Nein, wir gehen erstmal in die Schiffskajüte. Oder wie nennt man das? Kabine. Unerforschtes Schiffs. Wrack. Oh, jetzt ist es aber schön düster hier drin. Eine Bottle haben wir. Heißt,
Flasche zu Deutsch. Ja, so einige Sachen werde ich wahrscheinlich übersetzen müssen, oder ja, weil die, ich habe es ja schon mal erwähnt, Dinge, die Deutsch und Englisch sind, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass nicht alles übersetzt wurde in dem der Modifikation. Da gab es teilweise wirklich Probleme, dass man eine Mod installiert, dann plötzlich ist man in den Bereich gekommen, dann ist das Spiel abgeschmiert, weil irgendeine Zelle falsch benannt wurde. Ganz berühmt ist zum Beispiel diese Koalhöhle oder Coal Cave. Das musste man quasi in der Modifikation dann ändern. Aber wehe dem, der mehrere Mods hintereinander installiert hat. Habe ich auch schon oft gehabt, wo ich dann ein Dutzend von Mods oder Dutzende Mods von mir aus auch wieder abstellen durfte, um zu gucken, wo genau ist jetzt der Fehler. Das hat so richtig Spaß bereitet. Moment mal, haben wir nicht irgendeine Lichtquelle? Ich glaube schon. Ja. Hier haben wir einen Kronleuchter. Allerdings müsste jetzt, würde er wahrscheinlich wieder ausgehen, wenn wir jetzt ins Wasser gehen. Ja. Aber die Kiste, die reichen wir noch. Oh, süßer Mondzucker. Allerdings ist das was für Khajiit. Wir sind hier ein Argonier. Achso, beides geht ja gleichzeitig. Genau, wir nehmen aber die was nehmen wir zur Hand? Die Hellebarde. So, jetzt sind wir im unteren Deck. Auch überflutet. Aha, da hinten sitzt ein Kaputter. So. Aschkartoffeln habe ich auch gesehen. Das kann man auch kochen. Nehmen wir alles mal mit. Aschestatuen. Schwer und keinen Wert. Das ist ja der komische Aschekult, glaube ich. Diese ganzen die Irren vom Roten Berg. Wir haben ja auch schon den Korpus Wandler gerade gesehen. Das ist, glaube ich, einer von den Korpus-Infizierten. Also so eine Art von Pest. Oder Korpus ist auch diese komische eine Fleischkrankheit oder so. Das hat nicht mit dem Nerevarin, dem Fleischgewordenen, zu tun. Wir sind ja hier der Nerevarin. Also nicht nur so ein wie drücke ich das jetzt aus? Also wir sind nicht nur irgend so ein Drachengeborener, irgend so ein Halbblut oder sowas, sondern hier sind wir tatsächlich ein Gott, nehme ich an. Eine Art von Gott oder Nachfahre. Oder sind wir ein fleischgewordener Gott? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Das war doch der Nerevarin-Kult. Da werden wir auf jeden Fall im Laufe der Geschichte noch einiges erfahren, wie sich das nochmal genau damit verhält. Farne, können wir die ernten? Nein, können wir nicht. Ja, aber genau das ist eben der Punkt, deswegen möchte ich auch keine Alchemie machen, weil das immer ausartet in, wie soll ich sagen, in Sammelorgien. Das heißt, ich bin dann nur noch damit beschäftigt, irgendeinen Müll einzusammeln und an jeder Häuserecke oder an jedem Busch bleibe ich stehen, nur damit ich die nächste Zutat wieder pflücken kann oder den nächsten Strauch abernten und so weiter. Das ist auf Dauer dann wahrscheinlich auch zum Zugucken ein bisschen nicht so gut. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal dagegen entschieden. Und wir machen es einfach mal klassisch. Wenn wir es brauchen, kaufen wir es. Ach ja, stimmt. Das ist der sehr stark veränderte, ich sag mal, Rückweg zu der Region, wo wir schon waren, zu Sedanin. Das sieht normalerweise komplett anders aus. Ach ja, da fallen Blätter herab. Wobei man sagen muss, dass Alchemie tatsächlich sehr, sehr effektiv ist und fast schon overpowered, wie man so schön sagt. Oh, das nehmen wir mal mit. Das können wir nämlich kochen. Das müsste Sumpfkraut sein. Genau, Sumpfblumen wurden geerntet. Normalerweise, wie gesagt, ein Container. Man muss ihn öffnen, dann zum nächsten. Ja, und das hier sind die Guar. Wenn man möchte, die Kühe von Vardenfell. Oder Morrowind. Die sind harmlos, es sei denn, sie sind krank oder pestkrank vielleicht. Die Pest ist deswegen überall so verbreitet und manche infiziert und manche Kreaturen, wodurch sie dann aggressiv sind und stärker, weil der um den Turm, Quatsch, Turm, um den Berg in der Mitte, den Roten Berg, tobt der Peststurm. Hatten wir schon im Video, das ich jetzt verlinkt habe, mal in der Playlist. Habe ich das Ganze einfach mal, verlinkt habe ich es. Und dort hört man eben auch davon, man sieht diese Peststürme, alles ist in so ein Rot getaucht. Ist auch sehr angenehm, weil dann
kann man zum Beispiel langsamer nur gegen den Wind anrennen und man hebt die Hand vor Augen. Finde ich eine sehr, oder den Arm viel eher, finde ich eine sehr interessante, ja, Mechanik. So, jetzt möchte ich nur mal schauen, weil ich meine, da hinten gäbe es ziemlich üble Gesellen. Wir könnten natürlich auch im... Ja, wir können das als Argonia einfach mal im Wasser halten. Ach ja, ein Auto-Run oder Auto-Walk gibt es natürlich auch. Ich meine, wir kommen sogar schneller voran, wenn wir im Wasser uns bewegen, fortbewegen. Ach ja, die Musik. Natürlich kennt man das auch vielleicht, wenn man nur Skyrim gespielt hat, denn dort haben sie das Ganze ja... Oder schreckenweise haben sie das, meine ich, zum Teil übernommen, aber auch das Thema vor allem dann weiterverarbeitet und einfach nur orchestraler, bombastischer gemacht. Aber das Spiel an sich ist eigentlich das... Ja, Quatsch, das Thema ist das gleiche. Eine hübsche Hängebrücke, aber ich meine, da hinten gäbe es Feind. Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns jetzt einfach mal nur nach Balmora und dort werde ich dann die... Folge mal beenden. Und das nächste Mal werden wir dann in Balmora uns ein bisschen umschauen, werden dort auch nach Kaios Kosades Ausschau halten. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Athletik? Ah, schon bei 73, also fast wieder ein Level up, was die Fertigkeit angeht. Darum Learning by Doing. So, jetzt können wir, glaube ich, auch mal raus aus dem Wasser. Ja, und man sieht schon die Türme. Ich meine den ganzen südlichen Bereich oder östlichen Bereich am Ostufer. Das müsste der Odai sein. Da hatte ich auch mal etliches. Da möchte ich jetzt erstmal hingehen und da gucken wir uns erstmal da um. Aber so wie es aussieht, habe ich das alles wieder entfernt, denn das lief wohl nicht mehr so toll und es sah alles so ein bisschen, ja, nicht so toll aus. Irgendwie Balmora Extended oder sowas hieß das, glaube ich. Das war nicht so ansprechend. Und was man auch schon sieht, ja, jede Menge oder ganz viele verschiedene, ja, Klimazonen. Wir waren jetzt im Sumpf, jetzt sind wir hier in der Westspalte ist das, glaube ich. Die sieht anders aus. Da gibt es eine Region, die aussieht wie so eine afrikanische Steppe. Dann eben eine Wüsten, nicht Wüstenlandschaft, eine, also so ein Brachland oder sowas. Na, dann gibt es doch sandige Regionen um Aldrun, glaube ich. Also das ist alles sehr vielschichtig. Und da habe ich gerade eine Ratte gesehen. Ich überlege, ob wir sie schon umhauen. Aber wenn es eine Large... Ach, so eine große Maus. Tatsache, sie ist kleiner als eine normale Ratte, obwohl die ein bisschen rattig aussieht und auch so klingt. Aber gut, wenn es nur ein Mäuschen ist, dann wollen wir nichts gesagt haben. Und hier ist der Schlickschreiter, mit dem man eben... Ja, von A nach B reisen kann. Das Schnellreisesystem. Oder eines von vielen, sag ich mal. Und man sieht's schon. Aha, Nebel kommt auf. Ja, man sieht also nicht mehr so weit. Das nächste Mal werden wir also in Balmora einrücken und, ja, dann wird das Ganze ein bisschen im Nebel stattfinden. Gut, und damit möchte ich sagen, oder würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war jetzt erstmal die Reise nach Balmora und beim nächsten Mal geht es dann hier locker flockig weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dann.